Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar, das ist ein kleines Kurzvideo. Was kann man denn alles noch mit Bärlauch machen? Wir haben jetzt einmal das Bärlauch Moretum probiert. Und jetzt ist ja gerade, wir sind noch mitten in der Bärlauchsaison. Und jetzt findet man Bärlauch. In ein paar Monaten später findet man kein Bärlauch mehr. Also müssen wir natürlich irgendwas tun. Denn wir wollen ja den Bärlauch fürs ganze Jahr am besten haben. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können es einfrieren, wir können ihn trocknen. Wir können ihn aber auch einlegen. Ja, da zeige ich euch, wie das auch geht. Das ist ganz, ganz einfach. Wir können andere Produkte draus machen. Und eins dieser Produkte ist zum Beispiel ich bin dafür eigentlich schon beinahe berüchtigt, für meinen Bärlauchschnaps. Auf dem Festivals werde ich Bärlauchschamane genannt. Das ist schuld daran. Und wie das geht, zeige ich euch alles. Genauso, wie wir Bärlauch einlegen können. Extra süß verpackt. Und ja, wie das alles geht, das zeige ich euch hier. So, zum einen haben wir die Möglichkeit, die Blätter klein zu schneiden. Also einfach solche Stücken, die reichen hier. Und das Ganze kann man jetzt einfrieren. Ich meine, wie man Sachen einfriert, das brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht zu zeigen. Aber man kann mit den Blättern, also gerade jetzt auch in dieser Größe hier, kann man auch noch wunderbar andere Sachen machen. Und zwar, wir nehmen unsere kleinen Gläschen. Und stecken da jetzt so die grob klein geschnittenen Bärlauchstücken rein. Von den Blättern, wohlgemerkt. So. Die Form ist jetzt wunderschön, weil hier kann man durch diesen verengten Hals kann man das ganz gut ein bisschen drunter schieben. Das heißt, die bleiben auch ein bisschen an Ort und Stelle. Und jetzt nehmen wir einfach ein Olivenöl. Und füllen das Ganze auf. So. Richtig schön weit oben auffüllen. Schon können wir das Ganze verschließen. So, und fertig. Das ist unser erster eingelegter Bärlauch. Beziehungsweise die Bärlauchblätter, die jetzt eingelegt sind. Das Schöne ist, dadurch, dass wir das jetzt mit Olivenöl machen, können wir dieses Olivenöl auch wunderbar danach noch verwenden für Salate, für Dressings oder auch generell so zum Garnieren, zum Verfeinern. Denn das nimmt natürlich eine wunderschöne Bärlauchnote mit an. Und ich finde persönlich sieht das auch sehr schick aus, ne, wenn das so ein bisschen im Regal steht. So, haben wir das erste fertig. Jetzt kommen wir zu den Bärlauchblüten. Die Bärlauchblüten ist ganz, ganz wichtig, beziehungsweise sind jetzt die Knospen noch. Sie dürfen noch nicht geöffnet sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, da habe ich jetzt mal hier ein paar zusammen. Und wieder nehmen wir uns ein kleines Glas. Und das können wir jetzt wirklich genauso machen wie eben auch. Wir nehmen diese Bärlauchblüten, also beziehungsweise Bärlauchknospen. Die stecken wir jetzt hier rein. Man kann das Ganze auch mit Essig machen. Ich werde es jetzt gleich wieder mit Olivenöl machen. Einfach weil ich lieber Olivenöl verwende als Essig. Also auch so im weiteren Verlauf. Ich finde Essig, da gibt es schon sehr, sehr viele Noten mit. Und ja, bei Ölen kann man halt wirklich nochmal ein bisschen was rausholen, was man auch wirklich angenehmer verwenden kann. Ja, zum Beispiel für Salate oder so. Gut, kann man den Essig natürlich auch verwenden. Aber ich habe es halt lieber mit Öl. Bin ich offen und ehrlich. So. Gut. Wieder nicht zu hoch. Also wieder diese Kante hilft mir jetzt wieder wunderbar. Die kleinen Gläschen sind schon sehr praktisch. Vor allem, man hat es auch gut dosiert. Schluck noch. Gut. Ups. So. Schon ist das zweite Glas fertig. Mit Bärlauchknospen. Hier ist natürlich wieder derselbe Effekt. Das Öl
nimmt natürlich auch dieses bärlauchige Aroma an und die Knospen sind ebenso eingelegt. Man kann das Ganze jetzt zum Beispiel auch noch mit ein bisschen Chili verfeinern, dann hätte man eine schärfere Nudel drin. Ich mache das jetzt erstmal so und ich finde, das sieht persönlich auch sehr, sehr schön aus und eignet sich auch wunderbar so als kleines Geschenk. Jetzt kommen wir zu einer Möglichkeit, die ich bisher so noch nicht gezeigt habe und die auch anders ist als das, was wir bisher gesehen haben. Und zwar, wir machen Bärlauch zum Trinken. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen Bärlauchschnaps machen. Das ist natürlich nur ein Ansatz. Wir werden jetzt hier nichts brennen oder so. Aber ein Bärlauchschnäpschen ist nie verkehrt. So. Dafür wird es auch einfach nur ganz grob klein geschnitten. Da brauchen wir jetzt einfach ein bisschen was. Das machen wir ein bisschen zur Seite. So, für das Ganze kommt jetzt ein größeres Glas, ne? Also richtig großes. Hier habe ich jetzt den letzten Bärlauchschnaps auch schon drin gehabt, das nehme ich immer her. So, ein bisschen was rein, wir können auch hier den schon mal mit reinmachen. Gut. So, was jetzt noch mit reinkommt, ist ganz, ganz wichtig. Und hier auf diese Blätter kommt jetzt einfach ein bisschen Zucker. Aber was heißt ein bisschen? Ihr könnt ruhig eine gute Ladung Zucker mit reinmachen. Na, dass wir hier so eine richtig schöne Ladung Zucker drin haben. Beim Zucker braucht ihr euch auch keine allzu großen Sorgen zu machen. Das wird natürlich dann im Alkohol selbst noch umgewandelt. Und jetzt kommt noch ein bisschen Alkohol oben mit drauf. Hier ist es euch jetzt überlassen, ob ihr Korn nehmt, ob ihr Wodka nehmt. Ich werde das Ganze diesmal mit Wodka machen. So. Jetzt ein bisschen schütteln. So, so sieht das jetzt aus. Natürlich der Zucker hier drin, klar. Der verlöst sich jetzt bald noch auf. Und dann haben wir sozusagen unseren Bärlauchschnaps im Ansatz. Und der Zucker, der wandelt sich dann hier in dem Alkohol selbst nochmal mit um. Also sprich, am Ende wird relativ wenig Zucker bleiben. Also wenn ihr das nicht allzu lange lagert, beziehungsweise eventuell sogar später nochmal ein bisschen Zucker hineingebt, habt ihr dann am Ende auch eine relativ, ja, eine sehr süße Note mit drin, was manchmal, ich sag mal, gerade für die Damen vielleicht noch ein bisschen angenehmer ist, also für die, die Bärlauch lieben. Dieses Getränk, entweder man liebt es oder man hasst es. Es gibt eigentlich keine weitere Möglichkeit. Und eine Möglichkeit, wie das dann aussieht, ist so hier. Ich halte es mal hinter den etwas weißeren Hintergrund. Es ist eine sehr, sehr schöne grüne Färbung auch. Ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen Natur drüber, denn hier habe ich jetzt den letzten Ansatz komplett ausgepresst. Es sind natürlich sehr, sehr viele Ölstoffe noch mit reingekommen in den Bärlauchschnaps und ja, das macht natürlich ein bisschen geschmacklich auch noch was aus. Bei so einem, ich sag mal, so einem Ansatz hier, den kann man, ja, ich denke schon zwei bis dreimal aufgießen müssen. Ihr müsst mal ein bisschen gucken, wie die Färbung der Blätter aussieht. Wenn die dann schon relativ farblos werden, dann merkt ihr auf jeden Fall, okay, jetzt sind die meisten Öle raus und ja, dann solltet ihr wieder frische nehmen. Aber ich sag mal, für ein Jahr auf jeden Fall reicht so ein Ansatz, weil der Alkohol, der konserviert natürlich die Blätter noch schön. Und demzufolge haben wir hier eine schöne Möglichkeit, halt immer wieder einen kleinen Bärlauchschnaps zu genießen. Ich gieße mir jetzt hier mal einen ein. Ich habe jetzt diesen Ansatz selbst noch nicht probiert. Ich weiß noch nicht, was bei rauskommt. Aber was bei rausgekommen ist, es hat immer so leichte Nuancen und Unterschied. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut nach Bärlauch. Das ist übrigens auch, ich empfehle für jeden, der das noch nicht getrunken hat, lasst eure Nase da weg. Es ist, ich sag mal, für welche, die es kennen, okay, weil der Geruch ist das Schlimmste hier dran. Ich persönlich habe mich schon so an den Geruch gewöhnt, dass es für mich nicht mehr unangenehm ist, aber viele schreckt der Geruch allein schon ab, aber der Geschmack ist nochmal eine ganz andere. Und zwar beim Geschmack ist es so, dass der Geschmack im Mund okay ist. Was mich an diesem Schnaps immer so reizt, ist der Nachgeschmack, der dann nochmal hochkommt, so ein bisschen, also nicht, ne, und der Geschmack kommt hoch, nichts anderes. So, und zwar, ja, das ist,
Ich beschreibe es euch jetzt gleich, wenn ich es einfach getrunken habe. So aus Erfahrung ist es ein bisschen schwieriger. So hat man es dann einfach nochmal auf der Lippe. Also dann, Sanjiwa. Ja, man merkt auf jeden Fall, oh, wird schön warm. Man merkt auf jeden Fall, dass hier noch viel Öl drin ist. Das finde ich sehr gut. Macht das Ganze nochmal ein bisschen vollwertiger, auch vom Geschmack her. Einerseits gut, er macht natürlich schön warm, ist viel Alkohol drin, klar. Aber ich finde der Bärlauchgeschmack, ja, der Bärlauchgeschmack, hier habe ich noch eine gute süße Note mit dabei, was sehr gut harmoniert. Also dieser Bärlauchgeschmack mit der süßen Note ist eine wunderbare Kombination. Das heißt, ich mache meinen Bärlauchschnaps immer mal gerne ein bisschen süßer. Und ja, man hat ja, so eine leichte vollmundige Note von diesen Knoblauchessenzen, die da drin sind. Also diese Knoblauchgeschmäcker. Und es ist aber nicht zu kräftig. Ne? Es gibt auch Knoblauchschnaps. Aber Bärlauchschnaps selbst ist nochmal ein bisschen feiner vom Geschmack her. Und ich persönlich, gut, ich verdünne ihn auch nicht. Ne? Es gibt viele, die solche Schnäpse dann gerade verdünnen. Aber ich persönlich mag es pur. Ja? Da hat man einfach diesen vollen Geschmack drin. Und vor allem dadurch, dass es eigentlich ist es Wodka hier drin zum Beispiel. Also, nee, das war Korn. Das war noch Korn, genau. Den neuen habe ich jetzt mit Wodka gemacht. Und ich bin jetzt keiner, der normalerweise Alkohol pur trinkt. Also ich könnte jetzt nicht so Glas für Glas Wodka in mich reinschütten. Da mache ich vom Geschmack allein schon nicht lange mit und auch vom Magen her. Aber das hier, da könnte ich wirklich lange dran trinken. Und ja, manche sprechen dem auch heilende Kräfte zu. Auf Festivals werde ich wegen dem Zeug immer Bärlauchschamane genannt. Wie gesagt, das ist eine wunderbare Methode, was man aus Bärlauch noch machen kann, nämlich Schnaps. So, das nächste, was man mit Bärlauch noch machen kann, man kann ihn natürlich zu Kräutern verarbeiten, beziehungsweise zu kleinen getrockneten Kräutern. Die von mir bevorzugte Variante ist, dass man sich so kleine Büschelchen macht und diese dann aufhängt. Ne? Man hängt die sich ein bisschen auf an einen schönen dunklen Ort am besten, mit Durchzug, wohlgemerkt, damit halt schön alles zirkulieren kann. Man kann das auch im Ofen machen, ich persönlich halte aber, ja, schon allein energietechnisch denke ich mal, dass man kann Bärlauch auch einfach wunderbar so trocknen. Ich hänge bei mir zum Beispiel immer in die Kammer bei geöffneter Tür, also in so einer kleinen Abstellkammer. Und da kann der dann langsam in Ruhe trocknen. Und wenn der dann soweit ist, also da hat man richtig schöne getrocknete Blätter. Und die kann man dann richtig schön klein machen. Man kann sie in den Gewürzstreuer mit reinmachen, dann hat man was. Oder man kann es auch mit Salz zum Beispiel machen, man kann dann Bärlauchsalz daraus machen. Ne? Das geht auf jeden Fall alles. Von daher einfach Kräuter selbst trocknen und da müssen wir sie nicht jetzt irgendwie im Laden kaufen oder so, finde ich. Also kann man wunderbar machen, spart man einen Euro. Ja? Und wohlgemerkt, man muss bedenkt, ne? Bärlauch riecht. Ne? Also sprich, besser nicht im Wohnzimmer aufhängen, wenn der Partner zum Beispiel Bärlauch überhaupt nicht riechen kann. Das wäre, glaube ich, dann die ersten Indikatoren für einen Ehestreit. Das wollen wir ja nicht. Aber in meiner Abstellkammer zum Beispiel, da stört es keinen. Ne? Falls jemand irgendwo vielleicht noch einen Dachboden oder sowas hat, ne, dann kann man die auch wunderbar mit aufhängen. Das ist auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit, was man mit Bärlauch machen kann. Und zwar getrocknete Kräuter. So, als nächstes befasse ich mich mal mit den Stängeln vom Bärlauch. Ich möchte gerne die ganze Pflanze soweit es geht verarbeiten. Ich möchte hier wenig wegschmeißen müssen. Und von daher sind natürlich jetzt die Stängel noch übrig. Die könnte man sich natürlich klar auch mit klein pürieren irgendwo. Aber es gibt schönere Varianten. Und zwar zeige ich euch das jetzt. Diese Bärlauch hier, also beziehungsweise diese Bärlauchstecke, die habe ich vorher in kaltem Wasser eingelegt. Das solltet ihr so für Pi mal Daumen 2-3 Stunden machen. Denn das Wasser entzieht denen so ein bisschen die Bitterstoffe. Und ich habe die auch schon gleich auf die Größe geschnitten, die ich brauche. Denn ich möchte die wieder in meine kleinen Gläschen abfüllen. Und dadurch, dass die klein geschnitten sind, gehen natürlich die Bitterstoffe auch viel, viel besser aus. So, und zwar machen wir jetzt erstmal hier ein paar Stängelchen rein. Ich drücke die auch ein bisschen weiter rein, denn die sollen richtig schön einsinken hier drin. Da soll nichts drüber stehen. Und wieder hilft mir der Rand hier wunderbar von diesen kleinen Gefäßen. So.
So, als nächstes brauchen wir ausnahmsweise mal kein Öl. Nein, ich habe jetzt hier heißes Essigwasser. Das Grundrezept hierfür ist 100 Milliliter Weinessig. Des Weiteren 500 Milliliter Wasser. Und hier habe ich jetzt nochmal ungefähr 2,5 Esslöffel Zucker und 1,5 Esslöffel Salz. Das kommt jetzt alles hier mit rein. Umrühren. Muss übrigens auch schön heißes Wasser sein. Ne? Ich habe es gerade eben erst aufgekocht, deswegen kann ich es unten auch gar nicht so anpacken. Ich fasse es hier unten an den Füßen extra an. So. So heiß es noch ist, kommt es jetzt auch direkt hier rein. Zu. So. Und damit haben wir jetzt auch die Stängel mit eingelegt. Das sollte jetzt ungefähr so, ja, ich sag mal 2 bis 3 Wochen erstmal stehen und einziehen. Am besten an den dunklen Ort stellen, auch am besten so auf den Kopf. Und dann habt ihr sozusagen die Stängel, die ihr auch wunderbar verwenden könnt, auch zum Beispiel für Salate oder Gerichte. Das hat eine sehr, sehr süß-säuerliche Note, also süß-sauer, Bärlauchstängel süß-sauer, sage ich mal. Und ja, sind eigentlich auch wunderbar, um irgendwas zu garnieren zum Beispiel oder auch zum Würzen, weil wie gesagt, der Bärlauchcharakter bleibt natürlich auch vorhanden. Und ja, das gibt eine schöne pikante Note. Und schon haben wir das nächste fertige Gläschen. So, und zu guter Letzt machen wir jetzt eine Bärlauchpaste. Na, viele machen ja so Pestos draus. Das hier ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und zwar ist die jetzt auch ziemlich lange haltbar. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bärlauch zur Verfügung. Ich habe jetzt hier so viel Bärlauchzeug gemacht hier und ja, da geht jetzt mein Bärlauchvorrat langsam zur Neige. Aber ich kann euch das dennoch zeigen. Jetzt habe ich hier 50 Gramm Bärlauch. Na, das ist der restliche. Und sozusagen als Ersatz für den Rest mache ich hier einfach diese übrig gebliebenen Stängel, weil davon habe ich einfach eine ganze Menge hier. Und die haben ja auch genauso viel Aroma und alles drin. Von daher kommt das jetzt auch nochmal mit hier rein. Damit ihr ungefähr so eine Masse von 100 Gramm Bärlauch habt hier drin. Darauf kommt jetzt 10 Gramm Salz. Und 100 Milliliter Öl. Ich habe jetzt hier ein ganz, ganz einfaches Pflanzenöl genommen. Manche nehmen ja gerne Rapsöl dafür. Ich habe ja hierfür auch Rapsöl genommen. Aber hier möchte ich jetzt gerne normales Öl haben. So. Und das Ganze wird jetzt püriert. Und fertig ist auch die Würzmasse. Also wir haben jetzt hier eigentlich eine reine Bärlauch-Würzmasse, die auch sehr, sehr salzig ist durch die 10 Gramm Salz. Also ihr könnt euch eigentlich ganz gut merken, das ist ein ziemlich cooles und einfaches Rezept. 100 Gramm Bärlauch, 100 Gramm Öl, 10 Gramm Salz. Ja. Also relativ einfach zu merken auch. Und man kann die auch hier wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen. Also jetzt ist die gerade sehr, sehr hell geworden auch. Durch diese ganzen Stängel, die da drin sind. Aber vom Geschmack her ist es natürlich noch sehr, sehr intensiv, was Bärlauch betrifft. Und ja, man kann es eigentlich für alles Mögliche verwenden. Man kann daraus eine Kräuterbutter machen. Man kann das irgendwo in Suppen reinmachen. Man kann es in Salate, ins Dressing mit reinmachen. Man kann damit auch das blanke Steak, was gerade vom Grill kommt, einfach schön einschmieren. Und ne, so wie so eine Marinade drüber. Man, überall wo man eigentlich sowas einsetzen kann, also keine Ahnung, da gibt es so viele Verwendungsmöglichkeiten, es ist so eine geniale Sache hier, diese Paste hier. Ja, und wir können sonst natürlich auch gleich wieder abfüllen. Ich mache jetzt mal wieder was hier rein.
Allein schon dieser Geruch, das ist so herrlich. So. Und damit haben wir auch unsere Bärlauchpaste hier abgefüllt. Die kann man jetzt wunderbar im Kühlschrank lagern. Und man kann sie eigentlich auch dauerhaft verwenden. Wenn ihr noch zum Beispiel auch noch ein paar Knospen über habt, dann könnt ihr die auch gerne hier mit reinmachen. Also eigentlich die ganze Pflanze kann eigentlich hier drinnen verarbeitet werden. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich muss sagen, von der Produktpalette her haben wir einiges hingekriegt. Na? Wir haben ja hier unsere Paste, die wir jetzt zuletzt gemacht haben. Wir haben unsere, ich sag mal, Kapern, einfach diese Bärlauchknospen eingelegt. Wir haben unsere Bärlauchblätter in Öl eingelegt und unsere süß-sauren Stängel. Und zu guter Letzt natürlich auch der gute Bärlauchschnaps. Also diese Pflanze kann man wunderbar nutzen. In ihr steckt so viel Kraft, so viel Flexibilität. Und es wäre schade, wenn man nur ein Pesto draus macht. Ne? Es geht so viel mehr, wie ihr seht. Und nochmal ein kleiner Hinweis. Ne? Die Paste nicht mit Pesto verwechseln. Das ist wirklich eine reine Würzpaste. Denn sie ist sehr, sehr salzig. Das wollte ich noch mal ganz kurz vorher gesagt haben. Nicht, dass das jemand hier verwechselt. Ne? Beim Pesto ist ja noch Käse, ist ja noch Nüsse drin und alles. Und ist hier nicht drin. Ja, ansonsten, wer Pesto machen möchte, kann sich gerne andere Videos angucken. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht extra noch ein Video zu machen. Aber ich bin jedes Jahr wieder begeistert, was man aus dieser Pflanze zaubern kann. Und klar, es geht natürlich noch eine Kräuter, so eine Kräuter-Bärlauchbutter. Ne? Es gehen Suppen. Ich habe ja schon das eine Suppenvideo hochgeladen mit Bärlauch von der merowingischen Zeit. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Bärlauch erkennt, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ne? Also die Blätter sind relativ einfach von den anderen auseinanderzuhalten. Also überwiegend halt von Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Aber man muss sich ein bisschen auskennen. Also wie gesagt, wenn man weiß, worauf man achten muss, das Video kann ich jetzt im Abspann auch nochmal mit reinbringen. Ja, also sprich, dass da keine Verwechslungen entstehen. Bei den Bärlauchblüten wollte ich auch nochmal ganz kurz mit angesprochen haben. Hier drin habe ich jetzt welche, die komplett geschlossen sind. Ne? Es wird oft gesagt, Bärlauch soll man nur sammeln, wenn die Blüten noch geschlossen sind. Hier sind die geschlossenen Blüten schon sehr vorteilhaft. Aber ihr könnt natürlich auch den Bärlauch noch sammeln, wenn die Blüte bereits begonnen hat. Ne? Oder wenn sie generell blühen. Einziger Nachteil ist, das Aroma geht etwas verloren. Also sprich, wenn man den vollen Saft drin haben möchte, dann bitte direkt im Frühjahr losgehen, den Bärlauch holen. Und wie gesagt, ihr könnt es gerne konservieren. Ne? Die Blätter sind haltbar, man kann sie auch einfrieren. Und wie gesagt, das Trocknen, ne, in den Büscheln, was ich euch gezeigt habe. Ja, ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Sancho ab.